Ida, du bist ja für Monitore eine Spezialistin. Was sind eigentlich die technischen Herausforderungen, denen sich die Hersteller im Moment stellen müssen? Wir haben natürlich das Problem, dass sich die Technologie immer weiterentwickelt, aber teilweise die Anschlüsse noch nicht ganz mitkommen. Deswegen haben wir hier auch unseren ersten Monitor mit DisplayPort 2.1 vorgestellt, der eben jetzt nochmal eine höhere Auflösung mit höherer Herzzahl wiedergeben kann. Das heißt, auch da sehen wir, die Anschlüsse gehen jetzt auch endlich mit der Technologie mit, die wir natürlich auch anbieten können. Wo bewegt sich die Branche generell hin? Gibt es irgendwelche Trends? Wir sehen natürlich einen klaren Trend zu größeren Zollgrößen, wie man hier auch an 57 Zoll, 55 Zoll, 49 Zoll sieht. Und wir sehen auch den Trend hin nochmal zu hochwertigeren Panels, also sei es Mini-LED, sei es OLED. Da sehen wir auch einen sehr, sehr klaren Trend hin. Gibt es da eigentlich sowas wie technische Obergrenzen, vor denen man als Hersteller im Moment steht? Naja, ich sag mal, von der Auflösung her gibt es natürlich eine gewisse Grenze, die Sinn macht. Bei einem Monitor sitzt man mit 80 cm, 50 cm Entfernung. Was da jetzt, ob 8K noch höher wirklich Sinn macht, ist dann halt die nächste Frage. Aber natürlich sehen wir, dass in der Qualität noch ein bisschen was möglich ist. Und da wird auch weiterhin immer wieder natürlich geforscht, dass wir da noch besser werden. Gibt es eigentlich irgendwas, was sich in den nächsten 2-3 Jahren als großer Wendepunkt in der Technik abzeichnet? Wir haben ja im Grunde genommen vor 3 Jahren schon den ersten Smart-Monitor auf den Markt gebracht. Das war für uns so ein großer Wendepunkt in dem Fall. Wir haben damit nochmal möglich, dass man auch ohne PC zum Beispiel über unseren Gaming-Hub ein Spiel spielen kann, einfach nur Controller dran und fertig. Und man hat einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, dieses All-in-One, dieser Gedanke wird in den nächsten Jahren noch wichtiger werden.